Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video, mal wieder aus der Chat. Und zwar, eigentlich war heute geplant, nach Sand River zu fahren, da wo wir schon mal waren, wo wir die Pelikane gesehen haben. Und das wäre auch gegangen, aber es kam ein Gewitter. Also es war auch schon angesagt, ich hatte halt nur vorher schon gebucht, weil die Campingplätze relativ begehrt sind. Deswegen dachte ich mir so, ach komm, buchst du mal. Ja gut, dann habe ich gesehen, Samstag Gewitter. Ich so, oh scheiße. Dann habe ich schnell auf 2 Wochen später verlegt. Und ja, deswegen sind wir hier in der Chat. Was machen wir heute? Oder was machen wir jetzt heute und morgen? Wahrscheinlich auch noch Montag. Ich führe euch mal kurz ums Auto rum, mache so eine kurze Bestandsaufnahme, was gemacht werden muss, in Anführungszeichen muss, in meinen Augen, was ich gerne machen würde. Und dann gucken wir jetzt mal. Der Lack geht hier ab. Also Lack ist auf jeden Fall nochmal so eine Sache, die wir auf jeden Fall nacharbeiten müssen. Ich habe auch alles da, aber Lack ist echt, also das ist ein generelles Problem von den R51 Modellen, also auch beim Navara sehe ich ja gerade, mein Boss hat einen und da geht die Farbe auch komplett ab und da, der rostet sogar schon. Also drunter unter der Farbe hat er schon ein bisschen Rost angesetzt, was echt scheiße ist. Aber was sonst? Die Scheinwerfer, die werden langsam blind, dagegen mache ich was. Ich habe mir ein Kit bestellt, was ich kriege. Und dann werden die aufpoliert und dann sind die wieder richtig schön einsatzbereit. Genauso mit der Lichtleiste da. Die wird auch langsam blind. Also die machen immer noch richtig schön Licht und so. Aber das ist so ein Niklas-Tick. Ich brauche irgendwelche Aufgaben. Wie gesagt, überall ums Auto rum gibt es immer mal ein paar Lackstellen, die gemacht werden müssen. Hier zum Beispiel habe ich schon gemacht. Müssen wir einfach nochmal hier abschleifen. Wahrscheinlich nochmal eine Schicht drüber, wenn man die Grundierung durchsieht. Kompletter Scheiß, warum auch immer man die Grundierung nach der. Da sind halt schon 2 drauf. Und warum auch immer man die Grundierung noch durchsieht. Was gibt's hier drin? Also ich habe mir überlegt, ich kaufe mir noch einen 500mm Drawer. Ich habe meinen 40 Liter Fridge heute verkauft. Weil der einfach zu groß war. Ich werde mir einen 12 Liter Fridge holen, weil eigentlich, in Neuseeland habe ich eigentlich nie einen Fridge gebraucht. Und ich denke mal, ein 12 Liter passt da eigentlich relativ gut rein. Ich habe auch schon alles nachgemessen. Das passt da richtig schön in die Seite rein. Deswegen wird das gehen. Und was gibt's noch? Also unter anderem habe ich hinten beim Dachzelt habe ich was verloren. Habe ich schon angefangen zu schweißen und irgendwie zusammen zu friemeln. Dann nehme ich euch jetzt mal gleich mit und dann gucken wir mal, was noch so alles ansteht. So Leute, wir haben jetzt das Auto fertig gemacht, ist jetzt erstmal wieder schön sauber. Problem ist, die Farbe platzt halt wirklich überall ab, also selbst beim Saubermachen ist schon wieder ein bisschen Farbe abgeplatzt. Naja, zumindest die Mische soll zumindest Wasch und Lack sein. Ehrlich gesagt kann man das gar nicht so oft tragen, wie sie es gesagt haben. Zumindest nicht bei so einem riesigen Auto. Oder ich hole mir so einen Sprühaufsatz vorne für die Düse. Spare ich mir auf jeden Fall einiges an Zeit. Und ja, und einiges ist halt auch wirklich eingebrannt quasi, ey. Also
darauf habe ich jetzt ehrlich gesagt heute gar keine Lust, da jetzt wirklich ultra viel Zeit zu investieren. Ja, sieht auf jeden Fall auf den ersten Blick wieder schön sauber aus. Ja, ist schwierig. Bei so einem riesen Auto eigentlich gesehen echt nervig, das die ganze Zeit sauber zu halten. Anyway, was machen wir als nächstes? Ich habe Leuchten bekommen, die ich hier in den Drawer einbauen will. Gucken wir uns gleich mal an, wie wir das machen können. Und wenn nicht, machen wir einfach fürs Dachzelt zum Festmachen. Habe ich ein Plättchen verloren und eigentlich machen wir das. Mal gucken. So Leute, nächster Tag. Gestern war actually quasi mein zweiter Geburtstag. Es ist ultra viel angekommen. Und zwar auch mein Voltmeter. Ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich so, what the fuck? Das ist ein fucking Plug. Aber einerseits will ich den ins Auto machen, um meine Batterie zu beobachten, weil ja alle meine Switches, also alle meine Lichter, die ich unabhängig von meinen Headlights anmachen kann, also die Seitenlichter, die wir angebracht haben, die Frontlichter, alle über meine erste Batterie laufen und ich nicht unbedingt und ich im Auge behalten will, ob die jetzt irgendwann leer ist oder wann nicht. Und dafür halt ganz entspannt einfach ein kleines Voltmeter. Und hinzu habe ich natürlich halt auch noch ein Voltmeter, womit ich Spannung messen kann, wo zum Beispiel Probleme auftreten. Und das ist zum Beispiel jetzt hier bei der Winch. Das ist das Innere. Also hier vorne haben wir den Plug und da haben wir die Innereien. Und zwar war das Problem, als ich es probiert habe, dass die Winch auf jeden Fall nicht angesprungen ist. Und das kann halt an zwei großen Sachen liegen. Einerseits, dass der Controller kaputt ist, also das Kabel, mit dem ich es verbunden habe, oder dass der Plug kaputt ist. Und dass der Plug kaputt ist, kann ich halt erstmal nur herausfinden, indem ich gleich die Spannung messe. Und wenn welche anliegt, dann weiß ich, dass entweder der Plug im Arsch ist. Eigentlich weiß ich genauso viel wie vorher. Aber Plug wäre auf jeden Fall angenehmer, weil ich heute, oder nie, gar nicht heute, sondern nächstes Wochenende sowieso nach Berlin fahre, wo es ein super cheap Auto gibt. Und der Plug auch gar nicht teuer ist, also $15, kann man machen. Deswegen gucken wir mal schnell. Den Winch-Controller gerade auseinandergebaut. Es kommt Strom durch. Er hat die 12,5 Volt, kriegt er auf jeden Fall ab. Ich weiß nicht, was das andere Problem ist. Ich habe aber auch herausgefunden, dass da ein Kabellose ist vom Socket. Ich werde mal die Tage probieren, wo das genau hinkommt, aber es ist wirklich schwierig, an Wiring-Diagramme ranzukommen. Es ist wirklich nervig. Aber egal, das machen wir nicht. Aber ich zeige euch jetzt, warum eigentlich. Warum ich gesagt habe, dass quasi zweites Weihnachten war. Nehme ich euch mit ins Auto. So Leute, ich zeige euch jetzt mal kurz, was denn jetzt hier eigentlich alles angekommen ist. Also, hier ein neuer Switch. Ach, Digga. Steht Sidelights drauf. Habe ich mir auf jeden Fall nochmal gekauft, weil der andere nicht ganz so, also er ist nicht der gleiche, deswegen dachte ich mir so, ey, kack drauf, holte dir nochmal was. Ich habe meinen Kühlschrank, wie gesagt, verkauft. Ich werde mir einen neuen kaufen, einen kleineren. Dafür habe ich mir eine Fusebox gekauft, haufenweise Fuses, dann nochmal eine Fusebox, eine Vierer Fusebox für allerlei Sachen, doppelseitiges Klebeband kann man immer gebrauchen und hier ist der eigentliche Spaß, ein Kontrollpanel mit drei Switches. Und ich denke mal, darüber werde ich auf jeden Fall mal gucken, was ich darüber wire, aber auf jeden Fall die Lichter und den Kühlschrank, was mir halt wirklich viel Zeit sparen würde, anstatt da jedes Mal auf den Knopf zu drücken, direkt über den kleinen Knopf zu ziehen.
würde mir auf jeden Fall viel Zeit ersparen. Deswegen, der Knopf ist hier auch zum Beispiel einfach schon gewechselt. Aber ich nehme euch mit, was wollt ihr das machen? Weil ich weiß selber nicht. So, Leute. Oh mein Gott, das hat wirklich meinen Tag heute gemacht. Das Wiring ist richtig dumm. Am Ende ergibt es irgendwie Sinn. Es hat nur ein Kabel gefehlt. Und das war dieser scheiß Ground. Oh mein Gott. Also einerseits wirklich ein absolut gottloser Dschungel im Internet, da irgendwelche Wiring-Kits rauszufinden. Aber heilige Scheiße. Es funktioniert. Sie funktioniert. Es ist so gottlos. Weil ich hier jetzt keinen Ground gefunden habe, habe ich die einfach jetzt mit der Batterie direkt. Heilige Scheiße, ihr wisst gar nicht. Damn. Also das macht safe meine Woche. Heilige Scheiße, so eine geile Kacke, ey, Mann. Ich muss keine neue Winch kaufen, was ich am Ende wahrscheinlich eh nicht gemacht hätte. Aber ich muss auch keinen neuen Socket kaufen. Oh mein Gott. Ey, ich bin so. Eieiei, Junge, das ist. Ach, Digga. Ey, Junge, da freue ich mich wirklich. Ja, Leute, eine gute Nachricht ist, die Winch funktioniert. Die schlechte Nachricht ist, sie lässt sich nicht mehr aufwickeln. Anscheinend ist es, also wenn ich hier auf den Controller drücke und dahin mache, da klickt es nur. Also wenn ich von mir wegdrücke, da, was ich gerade gemacht habe, dann soll er ausfahren. Wenn ich ihn zu mir ranziehe, soll er ihn einrollen. Was macht er? Wenn ich zu mir ranziehe, rollt er ihn aus. Wenn ich hochdrücke, macht er gar nichts. Das heißt, mehr Probleme. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Was soll die Scheiße? Es hätte ja auch einfach funktionieren können. Kacke. Es ist heute was richtig Interessantes angekommen. Und zwar, das zeige ich euch jetzt mal. Ein neuer Drawer für... Schluck auf, was ist denn hier los? Für hier hinten. Der kommt hier hin. Ist 500 mm, 50 cm lang, dass ich meine Klamotten verstauen kann. Und den bauen wir jetzt schnell ein. Und dann gucken wir weiter. Er ist drin. Guckt ihn euch an. Bam. Hier. Und dann. Zack. Ist halt nicht groß. Aber müsste halt actually genug sein für meine Anziehsachen und vielleicht auch noch für andere Sachen. Mal gucken. War im Angebot und ich wollte mir sowieso einen holen. Von dem her haben sie mich da genau bekommen. Ich habe sowieso schon andere. Das ist ein 500 mm. Das ist ein 900 mm. Das beschreibt alles die Tiefe. Und das ist halt 1300er. Also gefühlt, also die untere sind 1300, oben rechts 900, oben links 500. Warum jetzt nicht nochmal 900? Weil ich hier hinter noch meine, also hier kommt meine Gasflasche hin und da kommt noch mein Kühlschrank hin, den ich mir noch kaufen muss. Ja, aber das ist, müsste eigentlich alles so funktionieren, deswegen mache ich das so. Es sind auch noch andere Sachen angekommen, aber alles nicht Auto bezogen. Lustigerweise haben sie mir einfach nochmal ein zweites Voltmeter geschickt. Keine Ahnung, da hat wieder irgendein Asiate beim Verpacken verkorkt. Der ist wahrscheinlich jetzt gefeuert. Ja, was ist sonst alles angekommen? USB-Card-Reader, noch einer. Keine Ahnung, warum ich zwei bekommen habe. Oder warum ich zwei gekauft habe. Ich hab's gecheckt. Ich habe wirklich zwei gekauft. Ich Dulli. Und für meine Kamera ein USB-Akku-Dolly oder Dummy. Mit dem ich dann halt direkt über eine Powerbank direkt den Strom rausziehen kann, weil die Akkus der A7 II echt gewöhnungsbedürftig sind.
Deswegen, das Problem ist halt nur, die scheiß Powerbank kommt nicht an. Ja, anyway, guckt euch das schöne Auto an. Ja, ich habe probiert, die Winche wieder zu reparieren. Keine Ahnung. Also ich habe mir angeguckt, wie man es machen kann. Also theoretisch gesehen kann es halt an ein paar Sachen liegen, dass er zu wenig Strom über Ground bekommen hat, weil ich ein zu dünnes Kabel genommen habe. Könnte theoretisch sein, könnte aber auch nicht sein. Ja, da könnte man vielleicht nochmal nacharbeiten. Muss ich auf jeden Fall. Ich will ja, dass meine scheiß Winch funktioniert. Also zumindest rollt sie ja aus. Einrollen tue halt nicht. Ich habe sie halt hier eingehangen. Schlabbert das hier halt so ein bisschen rum. Aber besser als wenn es auf der Fahrbahn rumdackelt. Und ja, jetzt genieße ich noch schön den Abend und mal gucken.